Würden Sie bitte sanften Bodennebel. Ich möchte jetzt eine Hymne singen. Ich habe 5 Jahre auf diesen Moment hingearbeitet. Ich habe 3-mal mein Management gewechselt. Stimmt gar nicht. Das ist, schön, ne? Nee, das Ding so, als ich angefangen habe vor 4 Jahren, so, da kannte Thüringen niemand. Ja? Außerhalb. Und da habe ich dann immer, wenn ich woanders war, so in Bayern oder so, da habe ich dann immer Folgendes gesagt. Ein faires Angebot. Ein faires Angebot. Wer mir 4 Städte aus Thüringen nennt, der kriegt von mir 5 €. Und ich hatte mal eine einwöchige Bayern-Tournee, das weiß ich nicht. München-Land, also auf Dörfern. Und da bin ich mit dem einen 5-Euro-Schein durch die ganze Woche gegangen. Und ich musste halt immer so viel erklären. Erklären halt. Was? Nein, nicht. Da ich mir gesagt, Thüringen, wie hat man sich das vorzustellen? Das ist so ein bisschen wie das Auenland. Nein, das sind die armen Flugameisen. Die kommen aus dem Rasen. Das ist ja alles Natur hier. Und die Hobbits da, die Thüringer, sind sehr stark behaart. Auf den Füßen. Und da habe ich ausgeholt und habe gesagt, ja, aber auf den Bogen, es gibt ja viele Bogen da. Eigentlich überall Bogen. Und auf dem Bogen steht ein wahrer Satz. Vor 1000 Jahren soll es sehr viele Mittelaltermärkte gegeben haben. Ich glaube wirklich, dass die Fliegen sich hier konzentrieren werden. Das kann nicht sein. Und deshalb singe ich jetzt die Nationalhymne von Thüringen. Das Handaus steht ja schon, aber wer möchte, stehe denn auf, Hand aufs Herz und kann gerne mitsingen. Zwischen Dänemark und Prag liegt ein Land, das ich sehr mag. Zwischen Belgien und Budapest liegt... Das ist ein bisschen aus dem Rhythmus, aber wir kriegen es hin. Thüringen.
Deutschland. Seit wann sind Herzen grün? Grün vor Neid, aufgrund Bedeutungslosigkeit. Grün vor Hoffnung, dass es lange Zeit so bleibt. Professorin für Hammerwurf sein.